Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pharmarama, das Let's Play. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle gleich nochmal entschuldigen, bevor es wieder Proteste gibt, möchte ich mich hierbei noch ein bisschen entschuldigen, dass jetzt ja, Dienstag keine Folge kam und jetzt am Freitag so ein bisschen verspätet kam. Also jetzt diese Folge kommt ein bisschen verspätet. Darüber, ja, dabei möchte ich mich noch einmal entschuldigen, weil ich habe es einfach nicht mehr geschafft aufzunehmen. Ich brauchte auch mal eine Pause von allem und ja, das ist jetzt aber nebensächlich, denn ich bin heute nämlich pünktlich da. Ich muss auch sagen, ich habe mich erst heute wieder ein bisschen über die ganzen Events erkundet und ja, und ich habe ein wenig ja, vorbereitet, wie ihr seht. Und das ist schon seit letzten Dienstag hier, denn eigentlich letzten Dienstag wollte ich eine Special-Folge machen und zwar mit einem Special Guest. Da musste ich aber leider absagen, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe aufzunehmen und das wird einfach verschoben. Und Pharmarama haut uns ja jetzt nicht ab und da wird es einfach mal eine Woche oder zwei Wochen ein bisschen verschoben. So, ja, was gibt es denn Neues auf der Farm? Es gibt nämlich ein paar neue Events und ja, ich glaube, es gibt nur ein großes Event und zwar gibt es seit gestern, den 3.7., seit genau 14 Uhr gibt es ein neues Event und es ist sogar das vierte Event von dieser Art, sag ich mal. Und zwar ist seit gestern das Panda-Event, das Panda-Comic. Wie ihr seht, hier schon in der Stadt sehen wir einige Veränderungen. Hier sehen wir zum Beispiel den kleinen netten Panda hier seine Comics unterschreiben und ja, was müssen wir dazu tun? Das ist aber eher, ich würde eher sagen, huch, warte, Moment. Ich gehe mal in die Farmhalle und ja, für uns ist dieses Event Panda Comic noch nicht interessant, denn wir haben noch nicht, ja, Pharmarama. Und ich muss sagen, ich habe seit längerer Zeit jetzt, seit der letzten Aufnahme, seit letzten Samstag oder so, war ich gar nicht mehr richtig in, ja, war ich nicht einmal in Pharmarama, obwohl gestern war ich einmal kurz drin, aber das ist jetzt egal. Ja, das Panda-Comic, ich würde es euch gern jetzt zeigen, aber es geht gerade nicht und, doch, ein Moment kurz. Das kann ich natürlich zeigen. Ein Moment. Da wechsle ich kurz mal die Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen zurück. ja, dazu bei Pharmarama braucht man natürlich den Panda-Gehege, den ich natürlich immer noch nicht habe. Also kann ich es immer noch nicht zeigen. Und ja, diesen muss man dann haben und ernten. Soweit ich weiß. So, und dann kann man nämlich, ich gehe mal auf zurück, Landkarte, und dann gibt es in der Stadt, das zeige ich euch mal, so in die Stadt. So, dann gibt es hier nämlich dieses hier. Das ist nämlich zum, das ist nachher hinzugekommen. Ich glaube, das ist, das passt jetzt. Ich weiß gar nicht, was das jetzt ist. Ob das Make-up-Party ist oder ob das kreative Essstäbchen ist. Aber ich glaube, das ist dazu da, oder? Ich gucke noch einmal kurz. Mal gucken. Nein, 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 nein. So, normale Quest. Ja, nein, kann ich also doch nicht zeigen. Ach, das ist jetzt ärgerlich.
Ja, das kann ich euch dann, tut mir leid, das kann ich euch nicht zeigen. Verzeiht mir, ihr dürft mich damit, ja, ich wechsle mal lieber wieder, bevor ich auch was Falsches sage. So, das ging flott. Ja, und ja, das mit den Pandas, dafür braucht man wohl tatsächlich noch die Panda-Zucht und dann Panda-Gehege. Dieses muss man sich alles auf den im Bahamarama freischalten. Das kostet ein bisschen und bis man dahin kommt, das dauert ein bisschen. Ja, ich bin leider Gottes nicht so weit und muss ja auch sagen, ich spiele auch noch nie so lange. So, so, das Thema nehmen wir weg, denn es gibt nämlich noch ein weiteres, und zwar das Comic hier bei den Farmhelfern. Da klicke ich hier drauf und die Panne, da ist wieder so ein kleines nettes Event. Das letzte Event war ja mit so einem Schwein, ich habe den Namen vergessen, und die Kuh, ich schätze mal, das ist eine Kuh, ne? Ja, diesen sollen wir helfen jetzt, sozusagen, ja, helfen. Und dafür kriegen wir auch eine angemessene Belohnung, und zwar 40 Superfutter, Superdünger, ich bin gerade total aus dem Wind. So, zwei Partyticket, ein Extra, ein Hofverkauf und zum Hofverkauf, ich glaube, das ist, da muss man kurz warten und dann kriegt man irgendwann EPs. Ich habe jetzt mir allerdings nicht notiert, wie viel das war. So, und natürlich, man bekommt auch Erfahrungspunkte. Und was müssen wir dafür tun? Ach, guck mal, wir kriegen noch was. Man bekommt noch einen Sticker. Hätte ich furchtbar gerne mal, endlich mal einen Sticker. Und ein Erntehelfer-Coupon für 3 Stunden. Und Erfahrungspunkte. Ach so, das sind seitenbedingt. Also für die erste Seite gibt es diese Belohnung, für die zweite Seite diese Belohnung, für die dritte Seite diese Belohnung. Oh, oh, oh. Und ja, das sind 6 Seiten oder so, keine Ahnung. Und ja, was müssen wir dafür tun? Wir gehen mal zur Aufgabe und ich zeige es euch. So, was müssen wir dafür tun? Wir müssen 600 Mal Kolbenhirse, noch nie davon was gehört, anpflanzen und diese auch bewässern. Und man hat dafür eine angemessene Zeit, weil wir brauchen ja auch ein Weilchen, man hat 168 Stunden dafür Zeit. Und ich würde sagen, na, guck mal, und hier unten steht auch die Belohnung, die wir dafür bekommen. Und zwar ein Mähdrescher. Eine Stunde, oh, ist ein bisschen wenig, muss ich sagen. Für die Menge ist ein bisschen wenig. Und Erfahrungspunkte. Und ich würde sagen, ich gehe auf Starten. So, es geht los. Ich gehe schnell auf den Acker. Und wer sich fragt, oh ja, wo kriege ich jetzt Kolbenhirsen her? Diese sind natürlich im Inventar schon vorhanden. Und ich würde raten, immer die großen Felder zu nehmen, denn das geht schon, aber man bekommt da einfach ein bisschen mehr. So, gedüngt sind die, gedüngt, bewässert. Und ja, man hat 5-mal von diesen Kolbenhirsen im Inventar schon vorhanden und man hat eine zweite, hat man auch weiße Lilie. Diese gibt es natürlich auch 5-mal. Und ich pflanze auch mal welche an. So, ich bewässere die. Und dazu muss ich sagen, die dauern lange. Wirklich, wirklich lange. Ihr seht ja hier schon 6 Stunden. Ich dünge die mal. Na, so, brauchen aber immer noch 5 Stunden. Ich muss da ehrlich sagen, dass das ein bisschen übertrieben ist. Natürlich ist das unrealistisch, wenn jetzt nehmen wir mal eine Gurke und die ist innerhalb von 1/2 Stunde fertig. Das ist unrealistisch, weil so eine Gurke braucht ja eigentlich Monate,
um wirklich reif zu sein, so dass man die auch ernten kann. Also, ne, im wirklichen Leben. Und ja, so viel dazu. Das heißt jetzt also warten. Und natürlich bleibe ich hier keine 3 Stunden hier sitzen. Also ich bleibe hier schon sitzen, aber die Aufnahme wird schon irgendwann unterbrochen. So, was gibt es denn eigentlich noch zu erzählen? Ja, und zwar so eine kleine Info, sollte euch die weißen Lilien und die Kolbenhirsen ausgehen, ne? Also zu viel abgegeben habt oder so, wird in 5 Stunden, innerhalb von 5 Stunden, die Anzahl wieder aufgestockt bis 5. So, und dabei habt ihr dann einfach wieder 5. Ja, wieder im Inventar, in der Scheune oder wo sonst. okay, dann gibt es noch eine Neuerung. Ich glaube, die ist seit gestern raus. Das stand im Forum. Und zwar soll es jetzt im Markt, ich gehe mal hin, im Markt soll es eine Neuerung geben. Und tatsächlich, es ist wahr, die Erdbeerfrucht sieht übrigens ganz komisch aus. Und die Mispelbeere gibt es jetzt natürlich auf dem Markt. Ja, die Erdbeerfrucht und die Mistelbeere, die waren ja beim Event, ich glaube beim mysteriösen Setzling, beim geheimnisvollen Setzling. Und ja, da waren die beiden, glaube ich, mal neu gewesen. Und ja, jetzt sind die tatsächlich schon im Markt. Und dabei muss ich nochmal sagen, das heißt nicht, dass es die Bäume sind, dass ihr die dann im Inventar habt. Nein, es sind tatsächlich nur die geernteten Früchte, nicht die Bäume. So, das wollte ich nochmal so schnell sagen. Ja, das... war eine Frage. Wir hatten vor uns 5 Stunden, oder? Da standen 5 Stunden. Jetzt sind es hier nur 6. Was? Das ist ein... Ich aktualisiere mal. Tatsächlich. Das ist ja sehr mysteriös. Nein, so witzig ist das jetzt auch nicht. Das ist doch echt, ich schwöre, ich habe dort 5 Stunden gelesen. So, 5 Stunden und 40 Minuten waren das irgendwie so. Und jetzt sind das 6 Stunden und 1 Minute? Hab ich vielleicht, verlernt, Uhr zu lesen? Oder beziehungsweise erkenne ich die 5 von der 6 nicht mehr? Ich weiß es nicht. Wird vielleicht noch so ein Bugfehler sein oder so. Naja. So, dann gibt es allerdings noch etwas, was ich noch zu sagen habe. Und zwar ist jetzt erschienen, ich weiß es nicht, das war diese Woche, ist eine App erschienen vom Farmarama. Und zwar findet man die in Amazon. Und diese App, ja, ist nicht von Big Point. Da habe ich mich am Kopf gegriffen, woher soll die sonst kommen? Woher kommt die? Ja, das habe ich mich gefragt. Und ich habe mir diese App auch noch nicht, ich war noch gar nicht auf Amazon, habe danach geguckt, aber ich habe erfahren, dass es ein bisschen Ärger mit dieser App gibt. Und tja, ich kann mal das so machen, ich werde sie mir mal runterladen. Es gibt sie zweimal, diese App. Einmal kostenpflichtig und einmal kostenlos. Und ich schätze, dass diese kostenlose App diesen ganzen Ärger verursacht. Ich kann mir vorstellen, dass, warum sollte man, wenn man das hier so im Internet auf dem PC kostenlos spielen kann, sich kostenlos registrieren kann, warum sollte man da noch Geld für die App ausgeben? So viele werden vielleicht dafür das denken und ich finde das ein bisschen blöd, weil man sollte die Entwickler damit schon ein bisschen helfen. Das ist ja auch eine Menge Arbeit.
die dabei zu unterstützen, ist schon ziemlich gut. Und wenn die jetzt mal 3-4 Euro kostet, na und? Ihr könnt halt unterwegs einfach die eure Ernte einziehen. Und ich finde das eigentlich praktisch. Aber es ist da wirklich die Frage, ob diese App auch funktioniert. Ja. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich werde es mir auf alle Fälle nochmal angucken und natürlich werde ich dann mal meine Meinung dazu ablassen. Und ja, so viel dazu. So. Was habe ich denn noch so alles im Petto? Ja, viel ist ja noch nicht dazugegeben, hinzugekommen. Die deutsche Sprache, schwere Sprache. Huch. Das ist irgendwie der Krach im, draußen. Und, ach ja. Hier wollte ich nochmal reingucken. Haben wir denn hier was? Irgendwas im, nein, haben wir nicht. Küken. Ich würde sagen, mir gefällt das nicht so ganz. Ich ändere das mal schnell. Ich ändere das mal. So, braunes Küken. So ein graues. Braun ist natürlich auch schön, aber schwarz. Ich finde das sehr schön. So ein Elvis, so ein Elvis-Küken ist auch lustig. Nee, komm. So, das sieht doch schön aus. Finde ich zumindest. So, ich lasse das mal so. Ist immer wieder schön, hier rumzuspielen. So. Und ja, kann ich hier gleich mal so. Zack. Tägliches Werk auch geschafft. Was ich mich auch frage, wie das, das mit dem Mentor-System ist. Aber das werde ich vielleicht mal in einer anderen Folge ansprechen. Ja, das Mentor-System habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Also ich habe das schon, ne, schon alles klar und pipapo bis Küken bis zum 40. Level und dann musst du zugucken, wie du alleine klarkommst. Gute Sache übrigens. Und ja, ich habe das bloß noch nicht ganz verstanden, wie man Mentor wird. Ja, ist aber noch eine vollkommen andere Sache und darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Huch. Er fällt mir hier gleich alles vom Schreibtisch. So. Ich hatte in der... Ja. Ich werde mal kurz hier gucken, ob wir vielleicht hier eventuell was abgeben können. Sieht aber nicht danach aus, denn ich war mal wieder viel zu lange nicht mehr drinne. Oh, guck mal. Doch, können wir. Hier, guck mal. Können wir ein Level aufsteigen jetzt? Wahnsinn, was für eine Geräuschkulisse. Das mit dem Sound müssen die irgendwie auch mal anpassen. So, das haben wir erledigt. Zügenstall, haben wir das eigentlich schon? Keine Ahnung. So, ja. Oh, guck mal. Gehen wir gleich mit ab. Komm, weg. Denn wir brauchen nämlich Sterne. Wie viele Sterne haben wir eigentlich? Naja, okay, für Bahamarama müsste es noch nicht ganz reichen. Wie viele brauchen wir denn dazu? Bahamarama. Ah, hier. Zugang zu Bahamarama. 50 Sterne. Ach du meine Güte. Oh Gott, das wird ein langer Weg. Ein langer und steiniger Weg. Ja, und die sind hier fröhlich an Anpflanzen. Jetzt. Jetzt sind 5 Stunden. Jetzt. nee. Wir haben hier was Neues. Ihr seht auch, ich bin ein paar Levels auf, aufgestiegen. Vielleicht sieht man das, vielleicht... ist so, ne?
Ach ja, ich kann das ja gleich nochmal sagen. Demnächst am 12. soll hier in Deutschland wieder ein Vollmond sein. Und ja, ich habe mich darüber erkundigt. Ich habe hier einen Mondkalender hängen. So, und dieser sagt mir, dass jetzt demnächst am 12., oder? Ist es am 12.? Na gut, ist mir ein bisschen zu klein, ich ist mir auch ein bisschen weit weg. Dieser sagt mir, dass bald Vollmond ist. So, und was ich mich jetzt frage, ist zu diesem Zeitpunkt, muss man ja sagen, das ist ja auch am Wochenende, und wie lange wird das wohl gehen? Denn ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder nicht, denn ich habe das Gefühl bislang, dass die Gruselnacht-Event immer zur Vollmondnacht ist. Und ich schätze mal, das wird auch stimmen. Aber ob es diesmal eine gibt, das frage ich mich. Bislang ist noch nichts angekündigt. Zumindest habe ich davon bislang noch nichts gelesen. Und ich hoffe mal ja, denn ich möchte gern mal ein bisschen weiterkommen. Ja, so viel dazu. Das wollte ich noch schnell loswerden. Und ich würde sagen, ich höre jetzt mal auf, eure Zeit zu vergeuden. Und verabschiede mich hier für diese Folge. Diese Folge ist ein bisschen länger. Ja, und dabei bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Diese schon morgen wieder erscheint. Also heute. Direkt gleich morgen wird dann eine neue Folge erscheinen. Wann, das weiß ich noch nicht genau, aber wir stechen da genau an diesem Punkt. Sobald die Ernte hier fertig ist, nehme ich wieder auf. Und mal sehen, wie es dann weitergeht. Ne? Also bis dahin und tschüssi.